Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu unserer Vorlesung Gesellschaftsrecht und Ökonomie zum letzten Termin im Jahr 2015. Wir haben immer noch das Thema 7 nicht abgeschlossen. Das heißt, wir beschäftigen uns auch weiterhin mit der Haftung von Organmitgliedern. Wir haben uns in der vergangenen Stunde unterhalten über die Business Judgment Rule und haben erkannt, dass der Hauptgrund dafür ist, dass die Gerichte im Zweifel nicht in der Lage sind, die Entscheidung nachträglich objektiv neutral zu beurteilen. Einerseits aufgrund fehlender Kompetenz der Gerichte, andererseits aufgrund des rein menschlichen, dass man hinterher sozusagen aus den tatsächlichen Entwicklungen weiß, dass eine bestimmte Entscheidung ungünstig war, was aber damals vorab, als die Entscheidung getroffen worden ist, im Zweifel noch gar nicht bekannt war. Sogenannte Hindsight-Bias. Wir haben uns dann hier einen Beispielfall angesehen, wo es darum ging, was passiert mit eigenen Aktien, die eine Gesellschaft erworben hat, werden die auf dem Markt veräußert oder den Aktionären als Dividende herausgegeben. Und wir haben gesehen, wenn es zwei vertretbare Lösungen gibt, dann wird das Gericht nicht sagen, die eine ist besser oder die andere ist schlecht. Das Gericht trifft also keine Zweckmäßigkeitsprüfung. Wir kennen das auch im öffentlichen Recht, wo wir auch sagen, Ermessensentscheidungen werden nur auf eine Überschreitung geprüft, aber nicht im Einzelnen. Ich habe noch einen weiteren Fall zur Veranschaulichung aus den USA, der etwas komplizierter ist. Den können Sie jetzt leider nicht lesen, weil die Leinwand hier etwas schräg ist. Ich versuche Ihnen den ganz einfach zusammenzufassen. Stellen Sie sich vor, wir haben einen Fall aus dem Jahr 1964, das heißt, wir bewegen uns hier 60er Jahre. Und damals war es in den USA üblich, dass es sogenannte Haustürvertreter gab, die klingelten und sagten, guten Tag, ich möchte Ihnen was verkaufen. Und es gab ein Unternehmen, das hieß die Holland Furnace Company. Und die Holland Furnace Company verkaufte Öfen zum Heizen, Heizöfen. Und deren Geschäftsmarsch war etwas raffinierter. Deren Vertreter sagt nämlich, guten Tag, wir sind amtliche Prüfer, können wir mal kurz Ihre Heizung prüfen? Dann guckten sich die Heizung an und sagten, ja, das ist alles ganz schlecht, bauten die komplett auseinander und sagten dann, ja, ob man die jemals wieder zusammenbauen kann, wissen wir auch nicht, wollen Sie gleich einen neuen Ofen kaufen, der kostet nur 15.000 Euro, können Sie bei uns kaufen. Das war das Geschäftsmodell der Holland Furnace Company. Chef dieses Unternehmens war ein Mensch, der hieß Chef, also Chef mit Doppel-F. Herr Chef war der Chef der Holland Furnace Company und es gab einen Interessenten, der wollte diese Gesellschaft kaufen, weil er nämlich durchaus Gewinne machte, ob Sie es glauben oder nicht, die Masche funktionierte offenbar. Und dieser Erwerber erwarb zunächst mal 6% der Aktien. Herr Chef fand das nicht so gut, weil nämlich dieser Erwerber einen schlechten Ruf hatte. Er hatte nämlich den Ruf, er kauft Unternehmen und sobald er sie gekauft hat, geht er hin und verkauft die einzelnen Vermögenswerte und zerschlägt das Unternehmen, löst es also auf. Und Chef dachte nur an seine Angestellten, die halt von Haus zu Haus zogen und diese Öfen verkauften und er wollte gern, dass das Unternehmen weiter bestand. Dazu wollte er diesen Menschen aus dem Unternehmen raushalten und das war schwierig, denn der Böse erwarb Anteil um Anteil um Anteil und stellte dann auf der Hauptversammlung den Antrag, man soll doch das Geschäftsmodell vielleicht ändern und nicht immer die Öfen auseinanderbauen, sondern einfach normal Heizöfen verkaufen. Chef sagte, oh, 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 meine ganzen Arbeitnehmer, die sind das ja so gewohnt, die können nur diese Masche auseinanderbauen und dann Rechnung stellen. Wenn das so weitergeht, müssen wir unseren Laden dicht machen. Deshalb ging er hin und vereinbarte mit seinen Mitdirektoren, dass die Gesellschaft alle Aktien von diesem Neueinsteiger kaufte zu einem Preis von 20 Dollar statt 14 Dollar pro Aktie, also das heißt deutlich über dem Marktpreis. Ziel der ganzen Sache war, man wollte diesen Querulanten raushaben und weiter mit der bisherigen Geschäftspraktik fortfahren. Ja? Also nochmal, es gab dieses Unternehmen der dubiosen Geschäftspraktik, es gab jemanden, der stieg da ein, der wollte sozusagen die Geschäftspraktik abschaffen, stellte schon entsprechende Anträge, war ein bisschen querulatorisch
Und daraufhin ging das Board hin und kaufte einfach dessen Aktien ihm zu einem über dem Marktpreis liegenden Kurs ab. Und zwar nicht auf eigene Rechnung, sondern auf Rechnung der Gesellschaft. Und die Frage war jetzt, ist es eine unternehmerisch vertretbare Entscheidung, wenn der Vorstand das Geld der Gesellschaft verwendet, um einen querulatorischen Aktionär loszuwerden? Oder ist diese Entscheidung eine Verschwendung der Gelder der Gesellschaft und damit per se rechtswidrig? Im deutschen Recht haben wir gesehen, ging das ohnehin nicht, weil die Gesellschaft da Eigenaktien grundsätzlich nicht erwerben darf. Hier sind wir aber in Amerika, wo solche strengen Regeln nicht gelten. Also Frage, durfte die Gesellschaft ihr Geld verwenden, um einen Querulanten rauszuwerfen? Was meinen Sie? Ja, in der Tat, man könnte auf die Idee kommen und sagen, ist doch alles okay, das Modell funktioniert und es ist auf jeden Fall im Interesse des Unternehmens, ein funktionierendes Modell beizubehalten. Wenn jemand dagegen ist, dann soll man ihn halt rauswerfen können. Welche Probleme haben wir rein für Interesse des Boards? Was denken Sie denn, würde passieren, wenn dieser Mensch die Mehrheit erwirbt, dieser Querulant? Was würde der wohl tun, außer dass er das Geschäftsmodell vielleicht umstellt, damit das Ganze auch wirklich konsequent umgesetzt wird? Er wird das Board austauschen, denn dieses Board hat ja gerade dieses Geschäftsmodell zu verantworten und die Leute, die diese Quatschidee hatten mit diesem, wir bauen ihren Ofen auseinander und verticken ihn in einen anderen, die möchte man gerne auch nicht mehr im Board haben. Das heißt, die Leute hatten auch durchaus eine Angst um ihren eigenen Job. Würden Sie sagen, dass das eine neutrale Entscheidung ausschließt und deshalb sagt, dann ist es gerichtlich voll überprüfbar, weil die nicht mehr unbefangen an die Frage herangehen konnten, sondern weil die persönlich betroffen waren, denn sie hatten ja Angst, ihren Job zu verlieren. Schließt also die Angst, den Job zu verlieren, die Privilegierung der Entscheidung vor gerichtlicher Prüfung aus? Was meinen Sie? Das ist ja eine rein praktische Frage. Wenn wir abwägen, die Kosten für die gerichtliche Überprüfung einerseits und das Risiko und andererseits die Kosten von Eigennutz durch Ausnutzung von Positionen. Wer gewinnt? Die kann man immer abkaufen, das könnte man ja machen. Also würde sich ja eigentlich das durchsetzen, würde sich dieser Anteilseigner da durchsetzen, würde ich sagen, dass er eigentlich im Interesse der Firma sein kann, sich sozusagen abzuschotten. Ja, interessanterweise, das Gericht in dem Fall hat gesagt, grundsätzlich ist es ja die Natur der Sache, wenn die Mehrheit wechselt, dass dann halt auch die Unternehmenspolitik wechselt. Die Unternehmenspolitik wird nicht von außen vorgegeben, sondern die bildet sich aus der Gesamtheit der Aktionäre. Und das heißt, wenn die Aktionäre was anderes wollen, ändert sich auch das Ziel des Unternehmens oder die Methode. Allerdings sagt das Gericht, hier besteht ja das Problem, dass möglicherweise dieser Erwerber auch alles zerschlagen wird und die Arbeitnehmer sozusagen als Kernbestand des Unternehmens auch auf die Straße gesetzt würden. Und dadurch wird die Integrität des Unternehmens durch seine Pläne gefährdet. Und wenn das hinreichend erkennbar ist,
dann rechtfertigt das auch eine Entscheidung, ihn sozusagen wieder rauszuwerfen, weil man sagt, die Integrität des Unternehmens als solches muss geschützt werden. Das heißt, die reine Zieländerung wäre keine Rechtfertigung, aber die Integritätsgefährdung rechtfertigt schon hier das Abkaufen der Anteile. Damit liegt ein legitimer Zweck vor. Und wenn ein legitimer Zweck vorliegt, spielt die parallel bestehende Interessenkoalition keine Rolle mehr. Man könnte es auch ganz einfach formulieren. Grundsätzlich sind solche gerichtlichen Verfahren sehr aufwendig und die Gerichte haben keine Lust, unternehmerische Entscheidungen zu prüfen, weil das enormen Ressourcenaufwand verursacht. Also sagen die Gerichte, halten wir uns so lange wie möglich daraus, aus der Sache heraus, solange nicht irgendwie ausschließlich Eigennutz als Motiv übrig bleibt. Ja, zusammengefasst, eine gerichtliche Ex-Post-Kontrolle des Vorstandshandels leidet unter einer Ex-Post-Bias, Interessenkonflikten und der fehlenden Kompetenz der Entscheidungsträger. Hierdurch entstehen erhebliche Kosten sowohl für die Organmitglieder, die möglicherweise übermäßig sorgfältig handeln, das Unternehmen als solches, was die Kosten solcher Prozesse bezahlen muss und die Versicherung, und vor allen Dingen für die Allgemeinheit, die nämlich Unternehmen hat, die nicht so leistungsfähig sind, weil die Organe ständig in Angst vor einer Haftung nicht das tun, was sie tun sollen. Die Business Judgment Rule kompensiert diese Risiken, indem sie einen gewissen Entscheidungsspielraum schafft. Dieser setzt jedoch voraus, dass der Vorstand in gutem Glauben handelt bezüglich seiner hinreichenden Informationen. Denn wenn er keine Informationsbasis hat, kann er nicht vernünftig entscheiden. Und der Tätigkeit im Unternehmensinteresse, das heißt, wenn der Vorstand zumindest einen legitimen Zweck annimmt, auch wenn parallel Eigeninteressen bestehen. Besondere Schwierigkeiten bereitet dabei stets die Unabhängigkeit der Organmitglieder, denn diese sind im Regelfall von solchen Maßnahmen selbst betroffen, da es a. ihr Gehalt betrifft und möglicherweise auch b. ihre dauerhafte Beschäftigung bei der Aktiengesellschaft. Kommen wir nun zu den beiden letzten Punkten, das geht relativ schnell. Zunächst mal die Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen. Sie wissen, das deutsche System ist genauso wie auch das US-amerikanische kontradiktorisch ausgestaltet, das heißt, jemand muss klagen, es gibt also keine staatliche Stelle, die automatisch Schadensersatzansprüche verteilt. Und da gilt allgemein das, was immer gilt: Die Abschreckungswirkung einer Schadensersatzpflicht ist nur so hoch, wie ihre Durchsetzungswahrscheinlichkeit multipliziert mit der wahrscheinlichen Höhe. Und wenn keiner Anspruch geltend macht, nützt ihnen die tollste Schadensersatzhaftung nichts. Die Frage lautet also, wer hat ein Interesse daran, Schadensersatzansprüche gegen den Vorstand geltend zu machen? Das könnte zunächst mal sein, andere Organmitglieder, in Deutschland der Aufsichtsrat, in den USA die anderen Boardmitglieder gegen ihre Kollegen. Es könnten sein, Minderheitsaktionäre, nämlich die Gesellschafter, gegen deren Willen entschieden wurde, die quasi querulatorisch ihren Willen doch noch über eine Schadensersatzhaftung durchsetzen wollen. Es könnten sein Gläubiger, die ein Interesse daran haben, dass das Vermögen, was ja ohnehin begrenzt ist, möglichst erhalten bleibt und nicht an die Vorstandsmitglieder fließt oder verschwendet wird. Und natürlich, wenn das Ganze vor die Wand gefahren ist, ist der typische Kläger der Insolvenzverwalter, der nämlich sagt, ich habe es alles geprüft und da wurde Geld unnötig ausgegeben. Das Problem stellt sich allerdings dann, der Aufsichtsrat wird freiwillig nur selten den Vorstand verklagen. Da sprechen zwei Gründe gegen. Der erste Grund ist Reputationsfolgen. Die Gesellschaft ist ja nicht nur auf dem Kapitalmarkt tätig, sondern auf dem Produktmarkt. Und in dem Moment, wo bekannt wird, dass ein Vorstand Gelder verschwendet oder sonst seine Pflichten verletzt, schlägt das auch auf die Gesellschaft zurück. Denken Sie zum Beispiel an die IKB, große Bank in Deutschland, hat sich verzockt im Rahmen der Immobilienkrise. Wenn die dann ihren Vorstand verklagt, liefert sie damit allen Klägern, die gegen die IKB vorgehen, Futter, damit die IKB mehr verklagt werden kann. Das heißt, der Aufsichtsrat hat ein Interesse daran, den Vorstand nicht zu verklagen. Abgesehen davon hat der Aufsichtsrat aber auch das Problem, dass möglicherweise Interessenkonflikte bestehen. Wenn der Aufsichtsrat mit dem Vorstand sich zum Kaffee trifft oder zusammen in Urlaub fahren, bespricht da viel dafür, dass die kein Interesse haben, ihre besten Freunde vors Gericht zu zerren. Um das zu kompensieren, hat der deutsche Gesetzgeber zwei Maßnahmen getroffen.
Zunächst mal hat er die Möglichkeit geschaffen, dass die Hauptversammlung den Aufsichtsrat zwingen kann, den Vorstand in die Haftung zu nehmen. Das heißt, wenn Sie auf der Hauptversammlung sind und eine entsprechende Mehrheit haben, können Sie beschließen, dass der Aufsichtsrat den Vorstand verklagen muss. Das klingt auf den ersten Blick gut. Das praktische Problem ist natürlich, sobald Sie eine entsprechende Mehrheit haben, haben Sie auch andere Möglichkeiten, das zu verhindern. Dann sitzen Sie selber im Aufsichtsrat, dann können Sie es ohnehin direkt kontrollieren. Die zweite Zwangsmaßnahme ist die Entscheidung des BGH in Sachen Arag Garmbeck. Die habe ich schon erwähnt letzte Woche. Das war die Sache, wo sich die Arag mit diesem tollen, wie soll man sagen, Investment-Guru zusammengetan hat, der sein komisches Modell da aus der Schweiz betrieben hat und dem eine unbegrenzte persönliche Bürgschaft eingeräumt hat. Das hat der BGH gesagt, darf er nicht. Und der BGH hat daraufhin gesagt, der Aufsichtsrat hat keinen Ermessensspielraum. Der Aufsichtsrat muss den Vorstand in die Haftung nehmen. Das heißt, es gibt eine einklagbare Pflicht des Aufsichtsrats, dass er das macht. Unabhängig vom Hauptversammlungsbeschluss kann man daher feststellen lassen, dass das hier rechtswidriges Handeln ist. Und der Aufsichtsrat kommt selber in die Haftung, wenn er nicht seinerseits Schadensansprüche der Gesellschaft geltend macht. Damit aber nicht genug. 148 Aktiengesetz sagt, es gibt auch ein sogenanntes Klagezulassungsverfahren. Dann kann eine Aktionärsminderheit in eigenem Namen den Anspruch der Gesellschaft geltend machen. Das heißt, die Aktionärsminderheit verklagt den Vorstand auf Zahlung an die Gesellschaft. Dieses Verfahren hat allerdings einige besondere Anforderungen, die wir uns dann im nächsten Jahr nochmal näher ansehen müssen. In den USA hat man ein größeres Problem. Weil es dort keinen Aufsichtsrat gibt, kommt man auf das Problem, die müssen sich ja irgendwie untereinander verklagen. Und die Lösung des Problems liegt darin, dass man dann ein unabhängiges Komitee im Board bildet von Organmitgliedern, die nicht in die Haftung kommen und Organen und nicht mit den Haftenden in einer Beziehung stehen. Das heißt, man hat sozusagen eine Art Gruppe A im Board und Gruppe B und Gruppe A verklagt Gruppe B. Das andere Problem ist, in den USA gibt es die Möglichkeit, dass auch Aktionäre klagen können, und zwar jeder Einzelne. Sie können mit einer Aktie den Vorstand verklagen auf Zahlung an die Gesellschaft. Sie können sich vorstellen, wenn jeder einzelne Aktionär klagen kann, führt es zu einem heillosen Durcheinander, weil möglicherweise werden wegen einer Pflichtverletzung 100 Klagen erhoben. Und dann ist die Frage, wer ist denn der beste Kläger? Es macht ja keinen Sinn, dass man 100 verschiedene Entscheidungen wegen derselben Sache kriegt. Es geht ja immer auf Zahlung an die Gesellschaft. Und im Zweifel geht man dann danach, wer den größten Anteil hat. Das führt aber zum zweiten Problem. Da es ein normaler Zivilprozess ist, das heißt, der Aktionär verklagt die Gesellschaft, kann man sich auch einigen. Der Aktionär kann also mit der Gesellschaft einen Vergleich schließen und die Klage zurücknehmen. Diese Vergleiche haben nur die praktische Folge, dass dann gar keine Klage mehr läuft und die Haftung des Vorstandes erlischt durch die außergerichtliche Zahlung des Vorstandes. Das heißt, letztendlich sind diese Verfahren stark manipulierbar und sie führen vor allen Dingen dazu, dass das Eigeninteresse der Anwälte da stark zum Ausdruck kommt, denn der Anwalt möchte gerne sein Honorar möglichst hoch machen. Wenn es erfolgsbezogen ist, will er also eine möglichst hohe Zahlung an sich kriegen. Wie er die kriegt, ist ihm egal. Ob die Gesellschaft gewinnt, ist ihm auch egal, denn er ist ja nicht der Anwalt der Gesellschaft, sondern er ist der Anwalt des Aktionärs. Das heißt, man hat sozusagen ein ganz neues Agency-Problem. Der Anwalt will selber profitieren und vertritt damit nur bedingt die Interessen seines Mandanten. Und natürlich haben Aktionärsklagen in den USA das gleiche Problem wie in Deutschland. Die Aktionäre wissen zu wenig, die Aktionäre sind schlecht informiert und damit haben die Aktionäre immer das Problem, wenn sie klagen ins Nichts hinein, müssen aber ihren Anwalt vorab bezahlen. In Deutschland haben wir durch die Gerichtskostenregelung da gewisse Vorteile. In den USA ist es sehr teuer, mal eben so eine Klage anzustrengen. Das Thema Vergleiche hat auch den deutschen Gesetzgeber beschäftigt
Und er hat eine relativ komplizierte Regelung in § 93 Absatz 4 Aktiengesetz getroffen, wo drin steht, die Gesellschaft kann erst 3 Jahre nach der Entstehung des Anspruchs und nur dann auf Ersatzansprüche verzichten oder sich über sie vergleichen, wenn die Hauptversammlung zustimmt und nicht eine Minderheit, deren Anteil zumindest den 1/10 des Grundkapitals erreichen, zur Niederschrift Widerspruch erhebt. Das bedeutet, wenn der Vorstand haftet, dann muss man erstmal 3 Jahre lang warten. Nach den 3 Jahren kann die Hauptversammlung einen Beschluss fassen, der aber eine Mehrheit von 50% plus eine Stimme erfordert, der Anwesenden. Und wenn eine 10% Minderheit nicht der Anwesenden, sondern der Gesamtaktien dagegen ist, nützt auch dieser Beschluss nichts. Das heißt, der Vorstand hat ein erhebliches Haftungsrisiko. Der Grund ist offensichtlich, man möchte da halt Interessenkollisionen vermeiden und man möchte sicherstellen, dass die Gesellschaft hier nicht verarmt, indem der Vorstand das Geld verschwendet. Wichtig ist auch, das was hier unten in dem grauen Kästchen steht, die Entlastung enthält keinen Verzicht. Sie wissen, jedes Jahr wird eine Entlastung des Vorstands ausgesprochen, die hat aber gerade nicht die Wirkung, dass man auf Ersatzansprüche verzichtet, sondern hat einfach nur eine allgemeine Billigung zum Inhalt. Das heißt, die hat hier keine Bedeutung. Was allerdings eine Grenze ist, ist die Verjährung, denn auch die Ersatzansprüche gegen den Vorstand verjähren natürlich, wie alle Ansprüche im deutschen Recht nach 194. Und die Verjährungsfrist beträgt bei börsennotierten Gesellschaften 10 Jahre, bei nicht börsennotierten Gesellschaften nur 5 Jahre. Und das wirft 2 Fragen auf. Die erste Frage ist, warum ist die Frist für börsennotierte Gesellschaften länger als für nicht börsennotierte? Also welche Rolle kann es spielen, ob eine Gesellschaft an der Börse notiert ist, für die Frage, wie lang die Verjährung ist? Da steht nichts mit Umsatzziffern, da steht nichts mit Arbeitnehmerzahlen, da wird ausschließlich darauf abgestellt, ob diese Gesellschaft an der Börse notiert ist. Warum hat das eine Auswirkung darauf, wie lange es dauert, bis Ansprüche nicht mehr durchsetzbar sind? Ist das Willkür oder hat das irgendeine Berechtigung? Ja? Nach Börsennotierung, dass man die Börse gehen kann, setzt ja einen gewissen Umfang voraus, einen Kapitalumfang. Und da könnte ich mir vorstellen, was wir da auch hatten, je größer ja das Unternehmen wird, desto länger sind die Informationswege von unten nach oben. Und dementsprechend dauert das wahrscheinlich lang, bis das an die jeweilige Rechtsabteilung zugestellt wird. Oder? Das könnte man überlegen. Dagegen spricht aber, der Gesetzgeber hätte dann ja auch nach Größenordnung vorgehen können. Hätte sagen können, wenn Grundkapital von mehr als so und so viel, das haben wir ja bei anderen Sachen, bei Aufsichtsratgröße haben wir solche Vorgaben, wo halt steht, je nach Grundkapital habe ich verschiedene Vorgaben. Oder bei Rechnungslegung habe ich je nach Umsatzzahlen oder nach Arbeitnehmerzahlen Mitbestimmung. Also es gibt durchaus auch andere Grenzen, die der Gesetzgeber kennt. Und hier hat er sich für die Börsennotierung entschieden. Das heißt, die Größe des Unternehmens kann nicht sein, sie können auch eine kleine Gesellschaft sein, SAP mit relativ wenig Mitarbeitern, die aber enorme Umsätze einfährt und an der Börse notiert ist. Also gerade in dem Softwarebereich brauchen sie nicht viel Personal, um gute Arbeit zu leisten. Wobei so klein ist SAP auch nicht. Aber also es ist nicht die Länge der Informationskette im Unternehmen. Andere Erklärungsansätze. Wir müssen das nicht lesen, das ist irrelevant. Das ist nur der Gesetzestext, den Sie aber eh nicht lesen können, weil wir eine 3D-Projektion haben.
Ja, was denken Sie? Keine Erklärung? Verfassungswidrige Regelung? Ohne legitimen Zweck ist auf jeden Fall verfassungswidrig, kann ich Ihnen sagen. Könnte auch gegen Artikel 3 verstoßen. Ungleichbehandlung von wesentlich Gleichem. Sie wissen, das ist verfassungswidrig. Muss ja irgendeinen Grund geben. Ja? Wer wird verklagt? Es geht um die Klage des Unternehmens gegen den Vorstand. Gegen den Vorstand. Das passt auch nicht. Also es ist nicht die Kapitalbindung und es ist auch nicht die Größe. Haben Sie noch eine andere Überlegung? Zufall. Ja? Ja, das ist schon mal ein guter Ansatz. In der Tat, bei börsennotierten Gesellschaften können potenziell viel mehr Leute betroffen sein. Warum ist das so? Warum sind bei börsennotierten Gesellschaften potenziell mehr Leute betroffen? Also warum ist der drohende Schaden, wenn man da eine zu kurze Verjährung hat, deutlich höher als bei nicht börsennotierten Gesellschaften? Also warum führt ein früherer Anspruchsausschluss bei börsennotierten Gesellschaften zu einem größeren Schaden als bei nicht börsennotierten Gesellschaften? Überlegen Sie mal, was haben wir besprochen über Kapitalmärkte? Wie funktioniert ein Kapitalmarkt? Na, ganz grob. Die einen kaufen Aktien und die anderen kriegen Geld. Das heißt, wenn Sie Geld brauchen, gehen Sie an den Kapitalmarkt und wenn Sie Leute überzeugen können, kriegen Sie Geld und Ihr Unternehmen wächst. Jetzt überlegen wir uns, was passiert denn, wenn in einem Unternehmen, was börsennotiert ist, Geld verschwendet wird und kein Schadensanspruch in gleicher Höhe durchgesetzt wird. Welche praktische Folge hat das? Was passiert mit dem Geld der Aktionäre, mit dem Geld der Anleger dieses Unternehmens? Ja? Die Dividenden schrumpfen, weil eben nicht alles Geld, was ein Unternehmen sein könnte, da ist. Ein Teil ist halt beim Vorstand in dessen Privattasche oder eben verloren, weil es verschwendet worden ist. Wie reagiert der rationale Anleger auf diese Situation? Was tun Sie als vernünftiger Anleger, wenn Sie wissen, der Vorstand hat Ihr Geld verschwendet und das kommt nicht wieder zurück in die Kasse, weil es verjährt ist? Was tun Sie? Was ist das rationale Verhalten? Ja? Ja, verkaufen können Sie machen. Was ist das Problem mit Verkaufen? Was wird der Käufer sagen, wenn er die gleichen Tatsachen kennt, die Sie kennen? Sie kriegen es nicht los zu dem Preis, den Sie gerne hätten. Das heißt, Sie haben ein Problem. Wenn Sie jetzt wissen, die Situation besteht, dieses Risiko besteht immanent bei jedem Aktienkauf und Sie haben die Alternative, Sie können dort Aktien kaufen, Staatsanleihen kaufen, deutsche Staatsanleihen. Was tun Sie dann, wenn Sie wissen, da ist ungesühnt, da ist das Geld sozusagen allein in der Hand des Vorstandes und im anderen Fall haben Sie den Staat, der dafür gerade steht und notfalls Helgoland verkauft, wenn es nicht reicht. Im Zweifel werden Sie dann die sichere Anlage wählen und werden von der Börse fernbleiben. Dann haben Sie aber nicht nur das Unternehmen geschädigt, wo Sie konkret investiert hatten,
sondern der ganze Kapitalmarkt verliert einen Zufluss an Kapital. Das Kapital wird also umgelenkt vom Kapitalmarkt auf langfristige Anlagen, Gold, Immobilien, Staatsanleihen etc. Das schädigt den Kapitalmarkt. Das ist die eine Ursache. Sie haben also einen riesen Streuschaden, weil der Vertrauensverlust, der durch nicht durchgesetzte Schadensansprüche entsteht, alle Unternehmen, die an der Börse notiert sind, betrifft. Kein börsennotiertes Unternehmen kann dann sagen, bei uns ist es aber anders, weil das Risiko liegt bei allen. Der zweite Grund ist, dass man sagt, börsennotierte Unternehmen zeichnen sich dadurch aus, dass die Aktionäre im Regelfall kein großes Interesse daran haben, ihre Rechte zu verfolgen. Bei börsennotierten Gesellschaften sind die Leute nur wegen ihrer Dividende dabei. Das heißt, auf der Hauptversammlung ist keiner, der den Aufsichtsrat zwingt, die Ansprüche geltend zu machen. Das heißt, die Interessenkoordination einer börsennotierten Gesellschaft ist deutlich schwieriger. Und weil die Interessenkoordination schwierig ist und die Aktionäre sich nicht koordinieren und nicht absprechen können, das ist ja anonym, Börsenhandel, man weiß nicht, wer der Mitaktionär ist, ist die Durchsetzung erheblich erschwert. Und so kann es sein, dass erst nach einem Kontrollwechsel, das heißt, wenn jemand die Mehrheit erworben hat, der Anspruch durchgesetzt wird. Und dafür soll ein hinreichender Zeitraum gewährt werden, dass das sozusagen erst nach dem Kontrollwechsel erzwungen werden kann. So die These. Also keine Koordination einerseits und Vertrauensverlust andererseits führt dazu, dass man da eine längere Haftung haben will. Okay, damit kriegen wir das erklärt. Was wir aber nicht erklärt kriegen bisher, ist Frage 2, nämlich Frage 2, warum ist diese Verjährungsfrist nicht wie die Regelverjährung nach 195, 199 BGB kenntnisabhängig? Im BGB ist es bekanntlich so, dass die Verjährung beginnt zum Jahresende des Jahres, wo ich erstmals Kenntnis vom Anspruch habe. Hier diese Verjährung beginnt aber 5 Jahre nach Schadenseintritt, endet 5 Jahre nach Schadenseintritt und zwar taggenau. Und selbst wenn niemand den Schaden bemerkt hat, endet die Verjährung. Es ist nicht mehr durchsetzbar, der Anspruch. Anders ausgedrückt, wenn der Vorstand schlau genug ist im Vertuschen, kann er es schaffen, dass er ohne Haftung davonkommt. Er muss nur schaffen, dass es 5 Jahre lang keiner merkt. Dann ist er aus der Haftung raus. Also wenn er einen Fehler macht, 5 Jahre vertuschen, Problem gelöst. Also warum hat der Gesetzgeber hier im Aktiengesetz nicht genauso wie im BGB gesagt, die Verjährung beginnt erst dann, wenn die Gesellschaft bzw. hier der Aufsichtsrat Kenntnis von der schadensersatzbegründenden Handlung hat? Was spricht gegen einen kenntnisabhängigen Beginn? Ach, das ist nicht schwierig. Die Antwort lautet ganz einfach, man wollte Rechtssicherheit. Hier hat man ganz deutlich dem Vertrauen den Vorrang eingeräumt. Man hat also gesagt, der Vorstand, der im Zweifel selber nicht wissen muss, dass er eine Pflicht verletzt hat, soll Klarheit haben, 5 Jahre nachdem er aus dem Amt ist, kann er auf jeden Fall sicher sein, dass gar keine Ansprüche mehr gegen ihn in Betracht kommen. Die Verjährung des BGB führt hingegen zu einem Unsicherheitszustand. Wenn nämlich auch der Schädiger nicht weiß, ob er eine Pflichtwidrigkeit begangen hat. Denn Sie wissen, man braucht keinen Vorsatz, es reicht ja Fahrlässigkeit und Fahrlässigkeit wird objektiv bemessen. Das heißt, wenn der Vorstand es nicht weiß, nützt ihm das auch nichts, er haftet trotzdem. Diese 5 Jahre schaffen also Rechtssicherheit
und sollen es attraktiv machen, den Job des Vorstandes anzunehmen. Denn ansonsten besteht immer die Gefahr, dass der Vorstand, der für alle Risiken haftet, hier keine qualifizierten Personen mehr findet, die diesen Job annehmen wollen. Ja, was können wir feststellen? Schadensersatzhaftung entfaltet nur dann vertrauenssteuernde Wirkung, wenn sie auch wirklich durchgesetzt wird. Ein Anspruch, der nur auf dem Papier besteht, beeinflusst den Vorstand in seinem Verhalten gar nicht. Bei einer Innenhaftung ist aber die Frage, wer setzt die denn wirklich durch? Und das Problem ist, dass es generell das Problem von Interessenkollisionen gibt. Das heißt, der Aufsichtsrat wird den Anspruch deshalb nicht geltend machen, weil er meint, der Vorstand sei mit ihm befreundet oder weil er sonst wirtschaftlich von ihm abhängig ist. Zudem besteht die Gefahr, dass der Einzelne sich die Klage abkaufen lässt durch einen Vergleich oder durch andere persönliche Interessen, die mit denen der Gesellschaft nicht zwingend identisch sind. Deshalb hat der Gesetzgeber die Möglichkeit zu vergleichen im Aktiengesetz eng begrenzt, hat allerdings eine relativ kurze Verjährung, die für börsennotierte Gesellschaften verlängert wird. In der Praxis sind die Gesellschaften meistens gegen Pflichtverletzungen ihres Vorstandes versichert. Die sogenannte Directors- und Officer-Versicherung, D&O-Versicherung, wird aber nicht etwa vom Vorstand abgeschlossen, wie man vielleicht meint, so eine Haftpflichtversicherung, sondern sie wird von der Gesellschaft abgeschlossen, also eine Art Kaskoversicherung. Die Gesellschaft versichert sich dagegen, dass sie durch ein Handeln des von ihr angestellten Vorstandes geschädigt wird. Und das Aktiengesetz sagt, für diese Fälle muss ein Selbstbehalt von mindestens 10% des Schadens bis mindestens zur Höhe des 1,5-fachen der festen jährlichen Vergütung vorgesehen werden. Die Idee dahinter ist, wenn der Vorstand überhaupt nicht haften würde und die Gesellschaft alles selber bezahlen würde, könnte der Vorstand hier auch ansonsten völlig nutzlos tätig sein. Man möchte also eine gewisse finanzielle Verantwortung haben. Trotzdem, Versicherungen haben immer ein Problem im rechtsökonomischen Bereich, und zwar erstmal das sogenannte Moral Hazard Problem. Das meint schlicht die Aussage, es gibt einen gewissen Anreiz, eher die Versicherungsleistung in Anspruch zu nehmen, als sozusagen auf eigene Kosten zu leben. Zum Beispiel, wenn Sie sehen, es geht der Gesellschaft schlecht und Sie haben irgendeine Chance, Geld bei der Versicherung wiederzuholen, werden Sie das erstmal versuchen. Sie werden also versuchen, jeden Unternehmensverlust von einer Versicherung zurückzukriegen, ob das klappt oder nicht. Das führt zum weiteren Problem, das unternehmerische Risiko, was eigentlich bei der Aktiengesellschaft liegt, vielleicht auch ein bisschen beim Vorstand, soweit er halt persönlich dafür einsteht, wird dann verlagert auf die Versicherung. Und das hat wiederum zur Folge, dass die eigentlich intendierte Verhaltenssteuerung durch die Haftung entfällt und man noch mehr Risiken eingeht, weil man den Ersatz von der Versicherung wiederbekommt. In der Praxis sieht die Sache allerdings anders aus. Die Versicherungen zahlen ausschließlich aus Vergleichen in der Realität und diese Vergleiche sind mager. Diese Vergleiche beschränken sich auf ein paar tausend oder hunderttausend Euro, wenn sie einen Schaden von 1 Million haben, weil die Versicherungen sehr, sehr klageresistent sind. Die Versicherungen sind also keine große Sicherheit. In der Praxis kann man da auch nicht viel holen, wie man insbesondere jetzt im Rahmen der Bankenkrise festgestellt hat. Ansonsten hätten wir nämlich keine Bankenkrise gehabt, sondern eine Versicherungskrise, weil die Banken hätten das Geld von ihrem Vorstand geholt, der es wiederum von der Versicherung ersetzt bekommen hätte. Sie haben in der Praxis gesehen, so ist es nicht gelaufen. Das heißt, trotz aller Versicherungen läuft das Ganze nicht ganz rund. So, damit sind wir dann auch fließend übergeleitet zu Thema 8. Thema 8 mit dem tollen Titel Aufsichtsorgane, Corporate Governance und Überwachung. Die Vorfrage, die man sich immer stellen muss, ist, was meine ich hier mit Überwachung? Meine ich damit NSA oder Stasi? Nein, natürlich nicht. Es geht hier um Unternehmensführung. Und die Kernfrage, die Sie sich stellen müssen, ist natürlich, warum muss man überhaupt die Unternehmensführung überwachen?
Warum macht die Unternehmensführung nicht von sich aus das, was sie soll, nämlich gute Geschäfte? Und die Antwort haben wir schon gehabt. Auch der Vorstand handelt aus Eigennutz. Wenn er also die Chance hat, sich zu bereichern, ohne dass es jemand merkt, würde er die Chance wahrnehmen. Typischer Fall ist, wenn er konkurrierende Aktivitäten hat, dann leitet er kurz mal Beratungsverträge zu seinem Privatunternehmen um, weil ihm das Geld bringt. Das andere sind Interessenkollisionen. Möglicherweise wird der Vorstand Ansprüche, die gegen seine Familienmitglieder und Freunde bestehen, nicht genauso intensiv durchsetzen wie Ansprüche gegen Leute, die er nicht leiden kann. Möglicherweise wird der Vorstand eher dem Förderverein der Schule seiner Kinder Geld spenden als der Caritas, weil der Schule seiner Kinder hat er eher eine emotionale Verbindung. Und möglicherweise, das hatten wir auch schon, hat der Vorstand andere Interessen als die Allgemeinheit. Nämlich, der Vorstand kann möglicherweise hingehen und sagen, es ist für mich billiger, ohne Geld in die Parkhof zu werfen, einzuparken, weil der Gewinn, den ich dadurch mache, höher ist als der Verlust, den die Gesellschaft tragen muss. Das heißt, das Interesse der Allgemeinheit an der Durchsetzung der Rechtsordnung und das Interesse der Gesellschaft an Gewinnmaximierung müssen nicht zwingend parallel laufen. Sie wissen aber auch, hoffentlich nicht von mir, aber Sie wissen das, dass generell gilt, dass die Wahrscheinlichkeit von Schäden sinkt mit der Aufdeckungswahrscheinlichkeit. Je wahrscheinlicher Sie einen Schaden aufdecken können, desto unwahrscheinlicher ist, dass jemand schädigt. Bei einer Aufdeckungswahrscheinlichkeit von 100% geht die Wahrscheinlichkeit, dass ein Schaden angerichtet wird, auf null, denn es gibt keinen Grund mehr, sich so zu verhalten. Man wird übermäßig vorsichtig. Sie wissen aber auch, dass der Kontrollaufwand entsprechend steigt. Das heißt, wenn Sie 100% aller Schäden auffangen wollen, haben Sie einen ins Unendliche gehenden Kontrollaufwand. Ja, relativ offensichtlich. Wenn Sie jeden kleinen Dieb und jeden kleinen Betrüger fangen wollen, brauchen Sie an jeder Straßenecke einen Polizisten. Das heißt, der Aufwand steigt ins Enorme. Das Ganze wird dadurch interessant, dass ein Ersatzanspruch nach deutschem Recht 249 nur exakt den Schaden ausgleichen soll, deshalb Schadensersatz. Das heißt, Sie kriegen genau das, was verloren ist und so das Ganze auf plus minus null hinausläuft. Da aber die Aufdeckungswahrscheinlichkeit niedriger ist, haben Sie ein praktisches Problem. Sie können nämlich im besten Fall Geld machen und es nicht zurückzahlen müssen. Im schlimmsten Fall zahlen Sie genau das zurück, was Sie erlangt haben. Das heißt, Sie kommen genau wieder bei null aus. Das heißt, es ist nach deutschem Recht durchaus rentabel, entweder keine Sorgfaltsaufwendung zu treiben oder sogar jemand anderen Vorsatz zu schädigen, denn im schlimmsten Fall zahlen Sie ja nur das zurück, was Sie gewonnen haben. Zudem ist es in der Praxis so, wir haben keine 100%ige Überwachung, sondern wir haben ungefähr 10-20% Aufdeckungswahrscheinlichkeit in Unternehmen. Das heißt, es ist durchaus attraktiv, seine Pflichten zu verletzen. Sie wissen auch, das Ganze wird aufgefangen dadurch, dass wir Bußgelder und Ähnliches verhängen können. Wir können den Vorstand ins Gefängnis schicken, wenn er Umweltdelikte begeht. Wir können ihn ins Gefängnis schicken, wenn er Betrügereien begeht. Das fängt in gewisser Weise auf, dass wir nicht jeden Betrug und nicht jeden Menschen, der Gift in den Rhein kippt, erwischen können. Weil wir die, die wir erwischen, relativ hart bestrafen können, müssen wir nicht alle erwischen. Das schreckt entsprechend ab und sorgt dafür, dass die Leute sich davon fernhalten. Eine Frage, die Sie sich stellen müssen, ist, welche Interessen verfolgt eigentlich ein Unternehmen? Was ist unternehmerische Tätigkeit? Und diese Frage haben wir schon beantwortet. Und ich habe hier zur Übersichtlichkeit noch zwei Unterfragen. Nämlich, ist die Gewinnung, die Maximierung des Gewinns in Geld der einzig plausible Zweck eines Unternehmens? Und ja oder nein? Inwieweit können und sollen auch andere Interessen, etwa die Interessen der Arbeitnehmer, Lieferanten und Abnehmer oder sogar gesamtwirtschaftliche Interessen, Berücksichtigung bei der Führung des Unternehmens finden? Denn wenn Sie diese Frage nicht richtig beantworten können, wissen Sie auch nicht, wie die Überwachung funktionieren soll. Je nachdem, wessen Interessen gewahrt werden soll, bedarf es natürlich auch verschiedener Überwachungspersonen, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Wenn nur Aktionäre überwachen, werden im Zweifel nicht die Interessen der Arbeitnehmer vertreten, um es
ganz platt zu sagen. Was haben wir dazu gesagt? Was ist das Ziel eines Unternehmens und was ist das Interesse eines Unternehmens im Allgemeinen? Das haben wir schon gehabt, deshalb müssen Sie das wissen. Das ist keine neue Frage. Ja, Sie erinnern sich, ich habe gesagt, grundsätzlich kommt es dem Unternehmen immer zugute, wenn es seinen Gewinn maximiert. Der Grund dafür ist relativ offensichtlich. Wenn das Unternehmen seinen Gewinn maximiert, hat es auch größere Kapitalreserven, kann damit auch wieder reinvestieren, was sowohl den Arbeitnehmern als auch den Abnehmern als auch den Lieferanten zugute kommt. Ein Unternehmen, was kein Geld hat, hat keine Arbeitnehmer mehr, kann seine Schulden bei den Lieferanten nicht bezahlen und kann auch keine Gewährungsansprüche der Abnehmer befriedigen. Es wird auch keine qualitativ hochwertigen Produkte machen, weil es keine Forschung und Entwicklung betreiben kann. Das heißt, ohne Gewinne sieht der Laden schlecht aus. Ich habe auch gesagt, die Interessen der Allgemeinheit finden insoweit Berücksichtigung, als die Zahlung von Bußgeldern oder Geldstrafen natürlich die Gewinne mindert. Und wenn die Gewinne gemindert sind, habe ich dann auch wieder keine Möglichkeit, tätig zu werden. Das heißt, ich habe Interesse daran, Bußgelder zu vermeiden. Wir haben auch schon ein Beispiel gesehen, wenn das Bußgeld zu niedrig ist, funktioniert das nicht. Dann sagt man halt, die Lieferanten sollen alle in zweiter Reihe parken oder in dritter Reihe oder in vierter Reihe. Und last but not least, reicht das? Nein, das reicht deshalb nicht, weil natürlich die Aktionäre nicht nur Gewinne machen wollen, sondern sie wollen die Gewinne auch ausschütten, sie wollen die Gewinne verteilen. Die Arbeitnehmer, Lieferanten und Abnehmer wollen hingegen, dass das Geld im Unternehmen bleibt. Das heißt, es gibt da einen Interessenkonflikt. Das deutsche Recht versucht ihn dadurch zu lösen, dass es Arbeitnehmer in den Aufsichtsrat packt. Das amerikanische Recht versucht ihn zu lösen, indem es für bestimmte Fehlverhalten eine stärkere Haftung konstituiert. Zum Beispiel, Sie kennen das für diesen Kaffee bei McDonald's. Wer den Kaffee zu heiß macht, der haftet dafür, wenn dadurch Schäden entstehen. Und zwar nicht nur für den konkreten Schädigungsfall, sondern hypothetisch für unbegrenzt viele. Das ist auch eine Variante, eine stärkere Haftung setzt einen starken Anreiz, dass man haftungsbegründende Sachen vermeidet. Wir unterscheiden grundsätzlich die Kontrolle durch den Markt von der Kontrolle durch Gesellschaftsorgane oder Anleger. Man könnte auch sagen, der internen und die externe Kontrolle. Die externe Kontrolle hat das darwinistische Prinzip. Es werden auf dem Markt nur die Unternehmen, die vernünftig arbeiten. Es werden nur die Unternehmen überleben, die das leisten, was der Markt erwartet. Ein Unternehmen, was überflüssiges Geld ausgibt für Überwachung, hat ebenso wenig Chancen wie ein Unternehmen, was das Geld zum Fenster rausschmeißt und damit nur Korruption und Bestechung finanziert. Die interne Kontrolle erfolgt hingegen durch besonders bestellte Organe oder gesetzliche Regelungen. Die verursacht erhebliche Kosten, weil ein Aufsichtsratsmitglied will ein Entgelt haben. Ein Gesellschafter, der klagt, strapaziert das Rechtssystem. Während der externe Mechanismus erstmal kostenlos ist, der Kapitalmarkt kostet das Unternehmen als solches kein Geld. Er ist für die Gesellschaft sozusagen kostenneutral, wie jeder Markt. Wettbewerb ist immer deshalb gut, weil er nichts kostet. Ja, dann die Frage, die sich immer stellt, wie viel Überwachungsaufwand sollte man treiben? Da gilt das, was die Rechtsökonomen immer sagen, es kommt darauf an, wie viel Kosten und Nutzen ich habe. Sie können auch hier die Learned-Hand-Formel anwenden, das heißt, Sie können sagen, die Kosten, die durch die Verletzung entstehen, berechnen sich aus dem Schaden mal der Wahrscheinlichkeit. Das heißt, Sie können durch entsprechende Sorgfalt den Schaden vermeiden, denn die Wahrscheinlichkeit sinkt, je mehr Sie investieren. Die Idee ist also, Sie investieren genau so viel Sorgfalt,
dass der Sorgfaltsaufwand niedriger ist als die Verletzungskosten. Das gilt nicht nur für die erforderliche Sorgfalt, das gilt auch für die Überwachungskosten. Sie sollten also nicht mehr Geld in Aufsichtsorgane investieren, als der höchstmögliche Schaden ist, den die überwachten Organmitglieder anrichten können. Dasselbe gilt auch für Eltern, die auf ihre Kinder aufpassen müssen. Sie überlegen sich, welcher Schaden droht meinem Kind und welchen Schaden kann mein Kind anrichten. Und dann überlegen sie, wie viel Aufwand habe ich es zu beaufsichtigen. Wenn Ihr Kind 17 Jahre alt ist, müssen Sie nicht hinter jedem Schritt herlaufen, um es zu beaufsichtigen. Wenn Ihr Kind 2 Jahre ist, ist die Gefahr einer Selbstschädigung hingegen sehr hoch, also müssen Sie auch besser darauf achten. Gleiche Idee auch bei Gesellschaften. Das praktische Problem ist, das kann man grafisch alles sehr hübsch darstellen, Sie können nur dummerweise diesen roten Balken nicht wirklich prognostizieren. Das, was hier steht als Verletzungskosten, setzt ja voraus, dass Sie irgendeine Ahnung haben, wie groß der drohende Schaden ist. Und diese Ziffer kennen Sie nicht. Wenn Sie die Verletzungskosten überschätzen und denken, es ist entweder wahrscheinlicher, dass der Schaden eintritt, oder die Schadenshöhe ist höher, als sie tatsächlich ist, dann haben Sie eine Konstellation der sogenannten Überabschreckung. Überabschreckung ist total ineffizient, weil es bedeutet, a, dass Sie für Ihre Überwachungsorgane so viel Geld ausgeben und b, dass der Vorstand aus Angst vor dem Schadenseintritt zu viel Sorgfalt anwendet und deshalb riskante Entscheidungen vermeidet. Wenn Sie ganz an den Anfang dieser Verhandlung zurückdenken, habe ich Ihnen gesagt, die beschränkte Haftung rechtfertigt sich dadurch, dass wir wollen, dass Vorstandsmitglieder Risiken eingehen. Wenn wir ihnen aber mit einer starken Haftung und ständiger Überwachung drohen, werden sie diese Risiken nicht eingehen und die Gesellschaft kann nicht ihren Zweck erfüllen. Das heißt, eine der Aufgaben der Ökonomie hier ist es, möglichst präzise diese Verletzungskosten einschätzen zu können, das heißt, das Schadensrisiko möglichst konkret zu prognostizieren. So, was kann man zusammenfassen? Nun, die Trennung von wirtschaftlichem Risiko und Leitungsmacht schafft Anreiz zu eigennützigem Handeln. Das haben wir schon mal gehabt. Andererseits schafft auch die beschränkte Außenhaftung der Gesellschafter bei begrenzter Wiederholung der Geschäfte und begrenzter hypothetischer Laufzeit der Gesellschaft einen Anreiz zum Handeln zum Nachteil der Gläubiger. Denn wenn es die Gesellschaft eh nicht mehr gibt, dann kann ich jetzt möglichst viel Geld in meine Tasche umlenken, dann ist die Gesellschaft irgendwann pleite, aber ich bin reich. Ich muss dieses Spiel nicht ewig wiederholen. Bei einem Menschen ist es so, ein Mensch, der selber Verträge eingeht, hat wenig Anreiz, Gläubiger zu schädigen, weil er muss mit denen im Zweifel trotzdem noch Geschäfte machen. Er begegnet ihnen immer wieder. Die Gesellschaft kann sich auflösen, wenn sie insolvent ist, und dann ist das Ganze erledigt. Eine Überwachung vor dem Maßstab des Unternehmensinteresses ist mangels Bestimmtheit dieses Maßstabes eine reine Ressourcenverschwendung. Denn wir haben gesehen, bis auf Gewinnmaximierung können wir da relativ wenig rausholen. Das ist alles eine Auslegungsfrage und da kann ich nicht sagen, was am Ende der Überwacher überhaupt prüfen soll. Die Überwachung erfolgt nach geltendem Recht entweder intern durch dazu berufene Organe oder die Gesellschafter. Sie erfolgt aber auch andererseits extern durch den Markt für Investitionen, den Kapitalmarkt, aber auch den Markt für Kredite, und zwar sowohl den Markt für Geldkredite, das heißt, wenn eine Gesellschaft zur Bank geht und der Vorstand schon wegen Untreue vorbestraft ist, wird sie im Zweifel keinen Kredit kriegen, andererseits aber auch auf dem Markt für Investitionen, das heißt, dem Markt für Aktienverkäufe. Sie investieren nicht in Unternehmen, die einen schlechten Ruf haben. Sie haben das auch gesehen bei Siemens, bei VW zum Beispiel, bei Siemens auch, aber bei VW zuletzt. VW hat durchaus darunter gelitten, dass sie diesen Skandal hatten mit ihren Abgaswerten. Ja, fangen wir an mit den externen Kontrollmechanismen, das heißt mit der Kontrolle durch den Markt. Diese Folie habe ich Ihnen schon mal gezeigt. Ein Kapitalmarkt funktioniert so, dass die Aktionäre den größtmöglichen individuellen Gewinn rausschlagen wollen. Das heißt, sie investieren wenig Geld in Unternehmen und kriegen möglichst viel Rendite. Umgekehrt ist der Kapitalmarkt so strukturiert, dass die Unternehmen, die mit Geld am meisten anfangen können, das Geld auch bekommen werden. Das heißt, ein Unternehmen, was nur Geld frisst,
aber kein Geld ausspuckt, ist kein interessantes Investmentobjekt, denn es ist nicht spekulationseffizient zu investieren in Sachen, wo man keine Rendite kriegt. Umgekehrt ist es aber auch aus Sicht der Unternehmen so, sie brauchen das, damit sie überhaupt Geld kriegen. Ein Unternehmen wird effizient sein, um Geld zu bekommen. Ein Aktionär wird nur Unternehmen investieren, die Geld liefern. Also hat man auf beiden Seiten Effizienz. Der Markt korrigiert sich also selbst. Frage: Wie erfolgt die Kontrolle durch die Anleger auf dem Kapitalmarkt? Auch dazu habe ich Ihnen schon die Antwort gegeben. Einerseits durch den Markt für Unternehmenskontrolle. Wenn ein Unternehmen ineffizient geführt ist, lohnt es sich, das Unternehmen zu kaufen, sofern die Ressourcen, die das Unternehmen hat, mehr wert sind als das, was momentan rausgemacht wird. Wenn Sie also das Gefühl haben, Sie könnten VW besser führen als das jetzige Management, kaufen Sie alle VW-Aktien, schmeißen die Leute raus und machen es selber besser. Das lohnt sich dann, wenn Sie wirklich mehr daraus machen können. Das kann man schlicht ausrechnen, Kaufpreis für die Aktien im Verhältnis zu Gewinn des Unternehmens. Sie haben auch gesehen, wenn das Unternehmen schlechte Unternehmensführung hat, sinkt der Aktienkurs und irgendwann wird es so billig, dass es sich jeder kaufen kann. Dann kann man also einsteigen. Welche Voraussetzungen muss also ein Kapitalmarkt erfüllen, um eine Kontrolle der Unternehmensführung zu ermöglichen? Die Antwort lautet: erstens Informationseffizienz. Es muss klar sein, was ein gutes und was ein schlechtes Unternehmen ausmacht. Und zweitens Transaktionseffizienz. Sie müssen eine Chance haben, die Kontrolle zu erwerben. Wenn der Kapitalmarkt gar nicht genug Aktien handelt, dass Sie 50% oder mehr kriegen können, dann funktioniert auch die Kontrolle durch den Kapitalmarkt nicht. Welche Risiken gibt es? Nun zunächst mal Informationskosten. Das erste Problem bei Informationskosten ist, wie erfahren Sie das? Und die Antwort des Gesetzgebers lautet, Offenlegungspflichten statuieren. Er sagt also, die Gesellschaften müssen einmal im Jahr Jahresberichte einreichen. Sie müssen bei allen wesentlichen Ereignissen Ad-hoc-Mitteilungen machen. Sie müssen bei der Ausgabe neuer Aktien Prospekte erstellen. Diese Offenlegungspflichten sollen sicherstellen, dass Sie genug wissen. Problem dabei ist natürlich, was passiert, wenn es um wichtige Sachen geht, die möglicherweise an die Existenz gehen. Zum Beispiel das Geheimrezept von Coca-Cola. Wenn Sie also dieses Geheimrezept wissen wollen und sagen, ich kaufe das nur, wenn ich weiß, dass da keine krebserregenden Stoffe drin sind, kriegen Sie es trotzdem nicht mitgeteilt. Das heißt, trotz aller Transparenz, es gibt Grenzen. Sie werden nie so viel wissen wie der Vorstand oder die wichtigen Leute im Unternehmen. Das andere Problem ist die Anreizstruktur. Denn Sie können mit Ihrer Zeit Besseres machen als irgendwelche Kapitalmarktmitteilungen zu lesen. Sie können mit Ihrer Zeit nämlich zum Beispiel, was weiß ich, Sport machen. Und warum können Sie das? Weil Sie gar nicht die Kapitalmarktinformation lesen, sondern Sie gucken sich die Kurse an. Sie investieren nicht nach den Unternehmen, sondern danach, wo es momentan billig aussieht. Da, wo momentan Steigerungen des Kurses sind, investieren Sie. Wo der Kurs fällt, verkaufen Sie. Und dieses Prinzip führt dazu, dass es sich für den Normalanleger billiger darstellt, einfach den anderen zu folgen. Sie folgen dem Leitwolf, statt dass sie selber sich Gedanken machen. Dieses Prinzip ist Free Riding, führt dazu, wenn das alle machen, dass es der Börsenkurs reiner Zufall ist. Weil jeder kleine Verkauf direkt eine riesen Lawine an Verkäufen nach sich zieht. Das andere Problem ist, der Kapitalmarkt setzt Fehlanreize. Er setzt Anreize zum Zocken, das heißt, um Zufall einzuspielen. Er setzt Anreize zu manipulieren, das heißt, falsche Informationen reinzustreuen. Und er setzt Anreize, Informationen geheim zu halten und Insiderhandel zu ermöglichen. Das heißt, der Kapitalmarkt hat ein gewisses immanentes Manipulationsrisiko und ein großes Faulheitsrisiko. Und diese Risiken gefährden die effiziente Kontrolle durch den Kapitalmarkt. Es gibt noch ein anderes Problem. Ich habe Ihnen von dem Mannesmann-Fall erzählt. Mannesmann droht Übernahme, Vodafone ein Gigant, der ständig größer wird, Mannesmann Europas größter Mobilfunkbetreiber. Das hier ist Klaus Esser,
in jungen Jahren, heute sieht es ein bisschen älter aus. Und Klaus Esser sagt, wir wollen nicht übernommen werden. In den USA würde das zu einem großen Übernahmekampf führen. Und da gibt es ganz tolle Taktiken, die es da gibt. Es gibt zum Beispiel die Pac-Man-Strategie. Das heißt, derjenige, der gekauft werden soll, kauft den, der ihn kaufen will. Also, ja, also A will B kaufen und sagt, ich will alle Anteile erwerben. Daraufhin geht B hin und kauft A. Und damit ist die Bedrohung abgewendet, denn es gibt keinen Käufer mehr. Es gibt auch die Poison-Pill-Strategie, also Giftpillen. Die Idee ist dann, ich gestalte mein Unternehmen so, dass wenn ich gekauft werde, mein Unternehmen nichts mehr wert ist. Zum Beispiel sage ich, ich räume Lizenzen ein an allen meinen Patenten, die aufschiebend bedingt sind durch eine Übernahme durch X. Das heißt, in dem Moment, wo ich gekauft werde, kriegen auf einmal ganz viele Leute Lizenzen für meine Patente und ich habe keine Möglichkeit mehr, aus dem Patent Geld zu machen. Solche Sachen kann man machen. Oder es gibt noch die ganz coole Variante, Kapitalerhöhungen. Ich mache einfach mehr Geld, dann muss ich mehr Aktien kaufen, um die Mehrheit zu erwerben. Ja, genau. Das ist so ein Szenario. Das ist so ein Beispiel, genau. Wobei das war auch... Genau. Aber in der Tat, das war VW und Porsche. Genau, die ist es, die Strategie. Es gibt auch die White-Knight-Strategie, das heißt, wenn A mich übernehmen will, suche ich mir einen, der nett ist, der mein Kumpel ist und sage, kauf du mich lieber, bevor der mich kauft. Das geht auch. Also es gibt viele Verteidigungsstrategien, mit denen der Vorstand die Unternehmensübernahme verhindern kann. Bei Mannesmann, wie gesagt, hat man hier auf böse Maßnahmen verzichtet. Kapitalerhöhung, Zukauf weiterer Unternehmen oder Suche nach einem weißen Ritter gab es alles nicht, sondern man hat nur diese Pressekampagne gestartet, wo gesagt hat, wo drin stand, verkaufen Sie nicht. Wir haben auch schon über das Ende gesprochen. Am Ende hat Vodafone gewonnen und Herr Esser unter anderem hat das viele Geld gekriegt. Und wir haben gesagt, das ist alles moralisch verwerflich und haben uns Herrn Luther und Herrn Zöllner hier aus Bonn angeschlossen und haben gesagt, also Herr Luther aus Bonn, Herr Zöllner aus Tübingen, und haben gesagt, in Deutschland ist nicht wie in Amerika, wo alle Vorstandsmitglieder nur für Geld da sind. Bei uns haben die Vorstände auch Verantwortung. Hier, da war Herr Esser noch kampffreudig und wollte sich gegen die Übernahme wehren. Nach allem, was ich Ihnen aber eben gesagt habe, ist das Falscheste, was man machen kann. Denn die Übernahme dient ja im Grundsatz immer der Kontrolle. Ein Unternehmen, was übernommen wird, wird offenbar derzeit nicht so effizient geführt, dass es nicht besser geht. Denn Vodafone muss ja versprechen, dass, obwohl sie mehr zahlen als der Börsenkurs, sie am Ende einen Gewinn erwirtschaften. Das heißt, die Aktien sind entweder mehr wert, als die Börse dafür ausgibt, oder Vodafone kann mehr daraus machen. Ein Vorstand, der eine solche Übernahme verhindert, steht also der gesamtwirtschaftlichen Effizienz im Weg. Er sagt, aus meinem Unternehmen möchte ich nicht, dass mehr gemacht wird. Ich möchte nicht das Beste aus meinem Unternehmen rausholen. Der Gesetzgeber hat nach Mannesmann in der Tat sich mit dem Problem beschäftigt und hat ein Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz gemacht. Und dessen Paragraph 33 sagt, nach Veröffentlichung der Entscheidung zur Abgabe eines Übernahmeangebots bis zur Veröffentlichung des Ergebnisses darf der Vorstand keine Handlungen vornehmen, durch die der Erfolg des Angebots verhindert werden könnte. Es gibt also eine gesetzlich statuierte Neutralitätspflicht. Dann kommen aber Ausnahmen, der Gesetzgeber macht immer Ausnahmen. Dies gilt nicht für Handlungen, die auch ein ordentlicher und gewissenhafter Geschäftsleiter einer Gesellschaft, die nicht von einem Übernahmeangebot betroffen ist, vorgenommen hätte. Gut, dann sagen Sie, damit will er sicherstellen, dass der Vorstand nicht komplett den Stift fallen lässt und sagt, ich muss erst mal 3 Monate abwarten. Das ist klar. Zweitens, für die Suche nach einem alternativen Angebot. Das heißt, der Vorstand kann jetzt in die Auktion einsteigen, kann sagen, ich finde jemanden, der meinen Aktionären mehr bietet als der jetzige Erwerber. Und last but not least, das ist das Kritische, für Handlungen, denen der Aufsichtsrat der Zielgesellschaft zugestimmt hat. Das heißt, wenn Vorstand und Aufsichtsrat zusammenwirken, können sie sich aktiv gegen die Übernahme zur Wehr setzen. Also der Grundgedanke der Regelung, der Vorstand muss sich neutral verhalten, ist ziemlich offensichtlich der Gedanke, dass man sagt, Übernahmen sind gesamtwirtschaftlich effizient. Die Frage ist,
wird dieser Grundsatz durch die letzte Ausnahme, wo nämlich drinsteht, wenn der Aufsichtsrat zugestimmt hat, gilt das nicht, so zerlöchert, dass am Ende doch wieder nichts von übrig bleibt. Der Gesetzgeber rechtfertigt das dadurch, dass er sagt, wenn der Aufsichtsrat zustimmt, der ja gerade zur Überwachung berufen ist, brauchen wir keine Überwachung durch externe Quellen, denn wir haben die interne Überwachung schon gewährleistet, dann besteht keine Interessenkollision mehr. Ob das so stimmt, weiß man nicht. Muss ich nicht beantworten. Ein ganz anderer Markt, wenn ich hier schon von Märkten rede, ist der Produktmarkt. Und allgemein ist es so, dass jedes Unternehmen der Feind aller anderen Unternehmen ist. Das heißt, die haben Interesse daran, Rechtsverstöße der Konkurrenz aufzudecken. Denn der praktische Grund ist, wenn die sanktioniert werden und irgendwie Gewinnabschöpfung kriegen, dann haben die weniger Gewinn und dadurch bin ich attraktiver auf dem Markt und habe mehr Geld in der Kasse. Kann billigere Produkte anbieten, kann also die platt machen. Es gibt aber noch einen zweiten Vorteil, nämlich das Problem des Market for Lemons. Ich habe Ihnen im Rahmen des Kapitalmarktrechts erklärt, dass wahre Informationen deshalb wichtig sind, damit ich Unternehmen unterscheiden kann. Ich muss wissen, ist Unternehmen A besser oder ist Unternehmen B besser? Wenn wir aber hier auf den Etiketten der Flaschen keine Zettel haben, wo drauf steht, wie viele Millionen Gramm Zucker eine Flasche Cola enthält oder wie viel krebserregende Süßstoffe oder ähnliches, dann können wir nicht die gute Cola vom Mineralwasser unterscheiden. Es wäre für uns alles gleich, vielleicht bis auf die Farbe. Das heißt, wir brauchen wahre Informationen, um uns zu orientieren. Und deshalb hat jedes Unternehmen Interesse daran, die Lügner zu bestrafen, um sich durch seine eigene Wahrheit abzugrenzen. Wenn der Markt nicht zwischen Lüge und Wahrheit unterscheiden kann, lohnt es sich nicht, die Wahrheit zu sagen. Also müssen die Lügner bestraft werden. Also hat jedes Unternehmen Interesse daran, die Lügen des anderen Unternehmens aufzudecken, um selber besser dazustehen. Deshalb grundsätzlich gibt es ein Interesse daran, die Konkurrenz zu kontrollieren. Denn wenn alle lügen, nützt ihnen das nichts mehr. Dann ist nur die Frage, wer lügt am besten, aber das ist schwieriger. Warum das nicht funktioniert, hat drei praktische Gründe. Der erste Grund ist die Anreizstruktur. Wenn der Markt nur zwei Wettbewerber hat, werden die sich bis aufs Messer bekriegen. Wenn es aber unendlich viele gibt, der Markt für Bäcker zum Beispiel. Es gibt viele Bäcker in Bonn, die haben kein Interesse, sich gegenseitig zu erdolchen, weil es sich eh nicht lohnt. Das Wachstumspotenzial des Einzelnen ist gering und die Konkurrenz, der Einfluss des anderen, ist auch nicht allzu hoch. Das zweite Problem ist, die Konkurrenten haben so gut wie gar keinen Einblick in das, was im anderen Unternehmen vorgeht. Das heißt, sie können gar nicht vorgehen, wenn sie nicht Insider-Informationen haben, wenn es nicht irgendwo einen Schnüffler gibt, der das rausgefunden hat. Und dritter Punkt, wenn die Unternehmen sich zu sehr bekriegen, kostet uns das alle Geld, denn die bekriegen sich ja nicht mit Messern, sondern die bekriegen sich vor Gericht. Und Gerichte kosten dummerweise extrem viel Ressourcen. Ein Richter möchte ein Gehalt haben und ein Richter, der sich mit UWG-Sachen beschäftigt, kann sich auch mit nichts anderem beschäftigen. Das heißt, wir verschwenden hier massenhaft Mittel, die dadurch anders sinnvoll genutzt werden können. Ja, was können wir also feststellen? Ein funktionierender Kapital- und Kreditmarkt führt grundsätzlich zu Allokationseffizienz. Das heißt, die Unternehmen, die Geld brauchen, bekommen es auch. Dadurch werden ineffizient geführte Unternehmen abgestraft, indem sie kein weiteres Kapital erhalten. Das heißt, der Markt sorgt implizit für eine Überwachung. Gleichzeitig wirkt der Kapitalmarkt durch das Stimmrecht im Markt für Kontrolle. Ineffizient geführte Unternehmen werden liquidiert und dadurch vom Markt genommen. Der Kapitalmarkt verursacht erhebliche Kosten, denn es muss eine effiziente Informationsversorgung sichergestellt werden. Er schafft zudem Fehlanreize für Klagen. Gerade Kleinaktionäre werden zudem eher auf die Kontrolle durch Dritte vertrauen. Das heißt, sie werden nicht selber die Informationen überprüfen und daher nicht bei der Kontrolle mitwirken. Last but not least hat die bisherige Unternehmensführung Anreize, Übernahmen zu erschweren oder sich zumindest selbst einen Aufstieg zu sichern, sogenannte Golden Parachutes. Dies verhindert wiederum die Möglichkeit des Kontrollwechsels und erschwert dadurch die Kontrolle durch den Markt. Kommen wir zur Überwachung durch die Gesellschafter.
bzw. die Aktionäre. Wenn man hier der EU-Kommission glauben darf, dann ist eine wirksame und nachhaltige Einbeziehung der Aktionäre einer der Eckpfeiler des Corporate Governance Modells börsennotierter Gesellschaften, das von einem ausgewogenen System von Kontrollen der verschiedenen Organe und Interessenträger untereinander abhängt. Die EU-Kommission sagt also, ohne Aktionäre gibt es niemanden, der überwacht. Warum sind die Investoren dazu potenziell geeignet? Ganz einfach, weil sie im Zweifel ihr Geld verlieren, wenn das Unternehmen insolvent wird. Das heißt, ihre Einlage ist weg. Zudem sind sie in vielen Fällen abhängig vom Gewinnanteil. Wenn sie großer Rentenfonds sind oder wenn sie Rentner sind, möchten sie gerne jeden Monat Einnahmen haben. Wenn es aber keine Dividende gibt, können sie nur verkaufen und woanders einsteigen. Sie brauchen also eine kontinuierliche Rendite, sonst funktioniert das Ganze nicht. Zudem sind die konkreten Investoren dem Ganzen näher als irgendwie der Kapitalmarkt, der eben erst einsteigen muss, und haben dadurch geringere Inflationskosten. Und last but not least können die auch anders als der Kapitalmarkt unmittelbar Änderungen herbeiführen, indem sie einfach abstimmen oder verklagen. Das heißt, auf den ersten Blick sind die Gesellschafter sehr viel geeigneter als irgendwie der Kapitalmarkt als Institution. Welche Probleme gibt es? Liegt auf der Hand. Wenn Sie 50% der Aktien haben und wissen, dass irgendwie Korruptionsgelder geflossen sind durch Ihren Vorstand, ist die Frage, ob Sie das unbedingt an die große Glocke hängen wollen und das in der Tageszeitung lesen wollen. Denn das wirkt sich dann nicht nur auf den Kapitalmarkt aus und senkt den Börsenkurs, sondern möglicherweise auf den Produktmarkt. Wenn Sie also wissen, dass Siemens seinerzeit viel Backschicht gegeben hat in irgendwelchen düsteren Ländern, um da Projekte zu starten, kann es sein, dass die Leute darauf verzichten, Siemens-Produkte zu erwerben. Und das wollen Sie nicht als Großaktionär. Also halten Sie sich schön zurück und sagen lieber nichts. Das zweite Problem ist, möglicherweise, wenn Sie Großaktionär sind, sind Sie auch persönlich mit den Leuten verknüpft. Denn Sie wählen ja immerhin den Aufsichtsrat mit Ihren Stimmen. Das heißt, die Leute, die Aufsichtsrat sind, sind von Ihnen benannt. Und der Aufsichtsrat wiederum benennt den Vorstand und zweifelt die Leute, die Sie gut finden. Das heißt, Sie kennen die ganzen Menschen, die Mist gebaut haben. Und wollen Sie Ihre Freunde unbedingt verklagen? Wenn es nicht um viel Geld geht, warum nicht? Lassen Sie es halt sein. Und auch die Großaktionäre sind oft faul. Es kann sein, dass Sie Millionen von Euro investiert haben, aber Unternehmensführung wollen Sie ja gar nicht. Sie wollen ja nur eine Rente sich absichern. Sie wollen nur jeden Monat Einnahmen haben. Wenn Sie Unternehmen führen wollten, wären Sie Manager geworden. So sind Sie nur Investor. Sie liegen also nur an. Das Geld ist weg und Sie hoffen, dass Sie möglichst viel rauskriegen. Das heißt, Sie haben gar nicht die Kompetenz zu gucken, ob die Entscheidung richtig oder falsch war, wenn es nicht gerade offensichtlich ist. Noch schlimmer ist es bei der Minderheit. Die Minderheit hat zwar keine Interessenkonflikte, weil die ist mit dem Vorteil nicht verbandelt. Die Minderheit ist im Normalfall auch nicht so abhängig von den Gewinnen des Unternehmens. Denn die hat ja die Möglichkeit, sich zu diversifizieren. Die hat dann bei 20 Unternehmen Anlagen oder bei 100 Unternehmen. Die Minderheit hat aber das Problem, dass die Minderheit nicht homogen ist. Es gibt nicht einen Minderheitsgesellschafter, sondern es gibt möglicherweise tausende Minderheitsgesellschafter, die sich irgendwie abstimmen müssten. Das heißt, Minderheit zu koordinieren ist ein praktisch unmögliches Problem, was enorme Kosten verursacht. Vor allen Dingen hat die Minderheit aber bei jeder Entscheidung die Überlegung, ich kann entweder mich diversifizieren, eine Aktie jedes Unternehmens, oder ich kann Zeit in die Überwachung investieren. Wenn aber Diversifikation billiger ist als Überwachung, ist es schlauer, Aktien von vielen Unternehmen zu haben, als bei den wenigen Unternehmen, die man investiert hat, ständig zu prüfen, ob die das Geld sinnvoll verwenden. Im Zweifel ist es billiger, aus dem Unternehmen auszusteigen, indem man die Aktien verkauft, als aktiv Stimmrechte wahrzunehmen oder Schadensansprüche geltend zu machen. Weil Aktien verkaufen, rufen Sie einmal an bei der Bank oder klicken einmal online, Sie sind die Aktien los und haben vielleicht einen Schaden von 20 Euro. Wenn Sie eine Klage erheben wollten, haben Sie die ganzen Prozesskosten am Hals und Sie überlegen sich gut, ob Sie die investieren wollen, denn mit 20 Euro Schaden werden Sie auch raus. Denn Sie können ja auch verlieren im Prozess.
Also lautet unsere Frage, welche Anreize haben die Gesellschafter? Kann die Minderheit auch im Interesse Dritter Unternehmensführung überwachen? Inwieweit laufen die Interessen der Minderheiten und der geschädigten Dritten parallel? Und wie kann man einen Missbrauch der Minderheitsmacht verhindern? Den letzten Punkt, erinnern Sie sich, haben wir besprochen anhand der Girmes-Entscheidung, wo im konkreten Fall Herr Hoffmann verhindert hat, die Kapitalherabsetzung und Kapitalerhöhung eines Unternehmens und dadurch die Sanierung letztendlich aufgehalten hat, wo der BGH gesagt hat, auch die Minderheit darf plausible Sanierungskonzepte nicht boykottieren. Inwieweit laufen Interessen der Minderheit und Dritter parallel? Ganz einfach, gar nicht. Die EU-Kommission hat trotzdem große Hoffnungen auf den Einsatz der Aktionäre. Und ihrem Entwurf zur Änderung der Aktionärsrechte-Richtlinie sagt sie, die Finanzkrise hat gezeigt, dass Aktionäre die übermäßig kurzfristige Risikobereitschaft von Vermögensverwaltern in vielen Fällen unterstützt haben. Man könnte auch sagen, Aktionäre waren genauso schlimm wie Bankvorstände. Zudem liegen konkrete Anhaltspunkte dafür vor, dass die derzeitige Überwachung von Unternehmen, in die investiert werden soll, sowie das Engagement von institutionellen Anlegern und Vermögensverwaltern unzureichend sind, was zu einer unzureichenden Corporate Governance und Wertentwicklung börsennotierter Gesellschaften führen kann. Also die Kommission sagt, wenn das so weitergeht, werden europäische Gesellschaften weniger wert werden, weil keiner mehr investieren will, weil das alles ein so unsolider, dubioser Haufen ist. Aber, wie gesagt, ich habe schon gesagt, die Kommission hat Hoffnungen. Die sagt nämlich, institutionelle Anleger sind bedeutende Aktionäre und können daher eine wichtige Rolle bei der Corporate Governance sowie allgemein bei der Strategie und langfristigen Leistungsentwicklung von Gesellschaften spielen. Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass sie sich oft nicht genug einbringen und stattdessen auf kurzfristige Erfolge aus sind. Deshalb hat die Kommission einen Richtlinienentwurf gemacht, wo alle großen Anleger, alle Rentenfonds, Pensionsfonds, keine Ahnung, was es da alles gibt, verpflichtet werden, darzulegen, was ihre Investmentstrategie ist und wie sie sich in den Unternehmen, in die sie investiert haben, beteiligen werden. Wir haben also eine Pflicht, vorher klarzumachen, wir setzen uns ein für Nachhaltigkeit, für Umweltschutz, für Arbeitsplatzerhaltung und Ähnliches, damit die Anleger nicht nur danach entscheiden, wer macht den meisten Gewinn, sondern auch danach entscheiden können, wer setzt sich für welche Ziele ein. Das heißt, das soll auch eine Rolle spielen bei ihrer Investitionsentscheidung. Ob dieser Plan, die institutionellen Anleger in die Verantwortung zu bringen, erfolgreich ist, wird überwiegend eher skeptisch gesehen. Denn wenn Sie einen Fonds haben, hat er kein großes Interesse daran, sich zu profilieren durch besondere Ziele im Hinblick auf Arbeitsplatzerhaltung oder Umweltschutz, sondern die meisten Leute, die in Fonds investieren, wollen eben nur Geld sehen und wenn es einen gibt mit einer höheren Rendite, wird der halt gewinnen. Und da all diese tollen Ziele auch Zeitaufwand bedeuten, denn es muss eben auf die Hauptversammlung gehen, abstimmen etc., wären das Kosten, die man sich auch sparen könnte. Ja, ich habe Ihnen eben schon gesagt, die Gesellschafter haben eine bessere Informationsgrundlage. Und das trifft auf jeden Fall zu für die GmbH. In der GmbH hat nämlich jeder einzelne Gesellschafter einen uneingeschränkten Auskunftsanspruch über Angelegenheiten der Gesellschaft und ein Recht darauf, in alle schriftlichen Unterlagen Einblick zu nehmen. Und dieses Recht kann ihm, das steht hier in Absatz 3, auch nicht durch den Gesellschaftsvertrag entzogen werden. Einzige Grenze ist, der Gesellschafter darf das nicht zu gesellschaftsfremden Zwecken verwenden und dadurch der Gesellschaft einen unerheblichen Nachteil zufügen. Das heißt, es geht darum, er soll nicht dadurch profitieren, dass er Insiderwissen kriegt und das dann auf eigene Rechnung verwerten. Eine entsprechende Regelung kennt das Aktienrecht nicht. Sie können also nicht eine Aktie der Bayer AG kaufen und dann Zugang zu den Laboren verlangen und möglicherweise auch die schriftlichen Unterlagen einsehen. Das Auskunftsrecht des Aktionärs ist ausschließlich beschränkt auf die Hauptversammlung. Das heißt, Sie können nur im Rahmen der Hauptversammlung Fragen stellen. Ansonsten haben Sie Pech gehabt.
Und diese Fragen müssen zudem zur sachgemäßen Beurteilung des Gegenstandes der Tagesordnung erforderlich sein. Das heißt, Sie können auch nicht irgendwelche Fragen stellen, sondern die Fragen müssen irgendwas zu tun haben mit dem, über das Sie auch abstimmen sollen. Also eine allgemeine Fragestunde gibt es im Aktienrecht nicht. Und wenn diese Fragen unzureichend beantwortet werden, haben Sie halt dann Klagemöglichkeiten. Wenn der Vorstand also die Auskunft verweigert oder unwahre Aussagen trifft, können Sie dagegen vorgehen. Klagen sind schon das nächste Stichwort. Klagen ist der Hauptweg, wie Sie Ihre Interessen durchsetzen können. Wenn Sie also Informationen haben, können Sie durchaus auf die Idee kommen, dass Sie das auch zwangsweise durchsetzen. Und der sanfteste Weg dazu ist eine Feststellungsklage, und zwar eine Feststellungsklage gegen konkrete Handlungen eines Organs. Sie sagen also, ich möchte festgestellt haben, dass der Vorstand das und das nicht darf. Eine Leistungsklage können Sie nicht erheben, Unterlassungsklage oder ähnliches, weil Sie im konkreten Fall keinen Anspruch haben. Sie können nur festgestellt verlangen, dass das so ist. Und das Feststellungsinteresse bejaht die Rechtsprechung vor dem Hintergrund, dass der Vorstand ja durch seine Legalitätspflicht gezwungen sei, sich entsprechend zu verhalten und er natürlich auch aufgrund dieses Feststellungsurteils danach in Schadensersatzhaftung genommen werden könnte. Denn die Pflicht wird durch das Urteil festgestellt und wenn der Vorstand es trotzdem macht, hat er diese Pflicht sogar vorsätzlich verletzt, haftet also danach unbeschränkt. Das heißt, das Feststellungsurteil entfaltet hier ähnliche Wirkung wie ein Leistungsurteil. Sie kennen das auch aus dem Verwaltungsprozessrecht, wo man sagt, ein Feststellungsurteil gegen eine Behörde ist fast genauso viel wert wie ein Gestaltungs- oder Leistungsurteil, denn die Behörde wird im Zweifel an gerichtliche Urteile halten. Der zweite Weg ist, wenn es um Hauptversammlungsbeschlüsse geht, haben Sie eine eigene Gestaltungsklage als Aktionär. Sie können also verlangen, dass ein Hauptversammlungsbeschluss aufgehoben wird, für unwirksam erklärt wird. Das geht aber nur, wenn die Hauptversammlung beschlossen hat. Wir haben aber schon gesehen, in den meisten Fällen hat die Hauptversammlung gar kein Mitspracherecht. Da entscheidet der Vorstand alleine. Und damit bleibt noch der letzte Weg, die Haftungsklage. Und zwar geht es dann nicht um Ihren persönlichen Schaden, sondern es geht darum, dass Sie als Aktionär auf Schadensersatzzahlung an die Aktiengesellschaft zahlen. Und das ist in Deutschland etwas kompliziert geregelt, in 148 Aktiengesetz durch ein Klagezulassungsverfahren, weil man das Problem gesehen hat, dass durch dieses Klagezulassungsverfahren, dass durch diese Individualklagen immer die Gefahr besteht, dass da jemand die Gesellschaft nur erpressen will oder ähnlich Druck aufbaut. Ansonsten gibt es noch die Möglichkeit, dass Sie die Hauptversammlung einberufen mit entsprechendem Minderheitsrecht. Sie können also verlangen, dass die Hauptversammlung einberufen wird und Sie können die Tagesordnung ergänzen, also über bestimmte Sachen beschlossen wird. Die Grenze liegt aber dabei, dass es natürlich um Zuständigkeiten der Hauptversammlung geht. Sie dürfen nicht die Hauptversammlung zu Sachen einberufen, über die eh nicht entscheiden darf. Deshalb in der Praxis ist es immer der billigste Weg, Ihre Aktien zu verkaufen. Bevor Sie diese Wege beschreiten, die alle sehr aufwendig sind, ist es der günstigere Weg, einfach auszusteigen und woanders einzusteigen, soweit der Kursverlust nicht zu schlimm ist. Aktionärsklagen haben ihre Ursache darin, dass irgendjemand es ja durchsetzen muss und es ist der Gedanke, dass wenn die eigentlichen Sachfalter versagen, das heißt die Hauptversammlung und der Aufsichtsrat, muss irgendjemand für das Recht eintreten und das darf durchaus der einzelne Aktionär sein. Deshalb haben wir zum einen die Anfechtungsklage, die sagt, wenn ein Hauptversammlungsbeschluss gegen das Gesetz verstößt oder gegen die Satzung verstößt oder einem Aktionär Sondervorteile zum Schaden der Gesellschaft oder der anderen Aktionäre verschafft, dann können die Aktionäre verlangen, dass dieser Beschluss aufgehoben wird. Und zwar darf es jeder Aktionär, der da gewesen ist und mitgeredet hat, soweit er in der Hauptversammlung Widerspruch zur Niederschrift erklärt hat, und alle Aktionäre, die deshalb nicht gekommen sind, weil nicht ordnungsgemäß einberufen wurde oder ihnen der Zugang verweigert wurde. Wenn es um Sondervorteile geht, kann zudem ebenfalls jeder klagen mit der schlichten Begründung, da muss ich nicht hinfahren, da kann ich mich hinterher darüber aufregen und dann die Sondervorteile wieder
beseitigen. Diese Klagen begründen natürlich ein erhebliches Erpressungspotenzial, weil die einen Lässlichkeitswert haben und daher es sich anbietet, sich mit dem Aktionär zu vergleichen. Wir werden sehen, dagegen hat der Gesetzgeber verschiedene Maßnahmen getroffen. Bedenklich ist das Ganze aber auch deshalb, weil natürlich, wenn einer klagt und vorher die Hauptversammlung gesagt hat, wir wollen keine Klage, er sich damit gegen den Mehrheitswillen durchsetzt. Und wir haben gesehen, dass gerade die Mehrheit das ist, was Gesellschaften funktionsfähig ist, funktionsfähig macht in der ersten Stunde. Und last but not least, die Reputationsschäden, die den Aufsichtsrat oder die Hauptversammlung von der Klage abgehalten haben, die spielen natürlich auch eine Rolle bei der Individualklage. Jemand, der klagt, sorgt dafür, dass die Gesellschaft ins Rampenlicht gerät, und zwar nicht unbedingt in positiver Hinsicht. Ja, damit kommen wir auch zur Zusammenfassung dieses Kapitels. Grundsätzlich wollen die Gesellschaft natürlich, dass ihre Gesellschaft fortbesteht. Die Gesellschaft besteht dann fort, wenn sie Geld hat und nicht insolvent wird. Wenn der Vorstand also seine Pflichten verletzt, gefährdet er den Fortbestand und verstößt damit auch gegen die Interessen der Aktionäre. Die Aktionäre wollen weiterhin ihre Rendite maximieren. Die Rendite wird maximiert, wenn die Gesellschaft wenig Ausgaben hat. Dazu gehört dann insbesondere auch die Vermeidung von Bußgeldern. Das heißt, auch die Pflicht zur Legalität kann man mit Gewinnmaximierung rechtfertigen. Das praktische Problem liegt vielmehr im Informations- und Durchsetzungsaufwand der Minderheitsaktionäre, denn das übersteigt den individuellen Nutzen der Einzelnen. Selbst wenn der Nutzen für die Gesamtheit größer ist, hat der Einzelne keinen Anreiz, ihn geltend zu machen. Daher sind Minderheitsaktionäre in der Regel ungeeignet zur Durchsetzung von Ansprüchen. Etwas anderes gilt nur dann, wenn sie persönlich haften. Das ist zum Beispiel unter bestimmten Umständen in der GmbH der Fall, unter anderem nämlich, wenn das zur Erhaltung des Stammkapitals erforderliche Vermögen an die Gesellschafter ausgezahlt wurde. Deshalb stützt sich sowohl die EU-Kommission als auch die ökonomische Literatur vor allen Dingen auf institutionelle, das heißt organisierte Anleger und Großinvestoren. Auch für diese ist in vielen Fällen ein Exit aber kosteneffizienter als die aktive Wahrnehmung der Rechte, denn sie werden im Zweifel kein Interesse daran haben, Unternehmenssteuern tätig zu werden, ansonsten hätte man andere Rechtsformen gewählt. Last but not least, die Möglichkeit der gerichtlichen Durchsetzung durch Einzelaktionäre verursacht erhebliche soziale Kosten, denn die Gerichte haben auf einmal jede Menge Prozesse auf dem Tisch, jede Menge Schriftsätze. Daher begründen sie ein erhebliches Pressepotenzial gegenüber der Gesellschaft, die sich den Lässlichkeitswert abkaufen lassen will. Ja, dann kommen wir zum Ende dieser Veranstaltung, denn wir haben jetzt 14:45 und ich wünsche Ihnen ein gutes Weihnachtsfest und einen guten Übergang ins neue Jahr. Ich werde die Zeit effizient nutzen, um Ihre Arbeiten zu korrigieren, die Sie hoffentlich alle noch einreichen. Alle 7 Aufgabenblätter bis zum 31.12.2015. Und ich weise nochmal darauf hin, die Aufgaben in der Klausur stammen aus den Aufgabenblättern. Das heißt, wenn Sie alle Aufgabenblätter perfekt gelöst haben, haben Sie auch schon alle Klausuraufgaben gelöst. Es werden auch nicht alle Aufgaben kommen, sondern es werden natürlich nur 2 in der Klausur behandelt. Insofern bietet es sich an, die zu bearbeiten. Es wird auch keine Musterlösung zu den Blättern geben. Das heißt, wenn Sie bearbeiten, kriegen Sie ein Feedback, sonst halt nicht. Außerdem werde ich voraussichtlich bis Ende der Weihnachtsferien das Skript zur Vorlesung bereitstellen. Dann können Sie nochmal nachlesen, was Sie wissen müssen, sodass Sie eigentlich perfekt auf die Klausur vorbereitet sein sollten. Vielen Dank und bis zum nächsten Jahr.